Ich werde das jetzt machen. Leute, ich werde das jetzt machen. Das tut mir echt leid für alle Zuschauer, die jetzt so denken, oh Junge, du bist so unfähig, aber sorry. Das ist mir jetzt wichtig. So, das ist unten. Oh, und wieder verfehle ich welche. Wieso komme ich da nicht mehr ran? Hier komm, fall wieder in den Abgrund. Es ist nicht zu fassen. Wieso sind die Münzen plötzlich weiter oben? Wohin waren sie weiter unten? Ich verstehe es nicht. Bin ich so unfähig oder was? Ich kann es nicht kapieren. Warum klappt das nicht? So, zwei Münzen. Nochmal zwei Münzen. Nochmal zwei Münzen. Oh, das kann nicht wahr sein. Bitte sag mir, dass ich die letzte Münze jetzt auch noch kriege. Bitte. Für alles, was heilig ist. Nein! Ich hab die Münze gehabt! Warum? Warum? Womit habe ich das verdient? So. Oh mein Gott! Geht das schon wieder los? Bitte komm. Hol dir die Münze. Ja. Und jetzt nur noch, bitte, nur noch dort landen. Yes! Oh, danke, dieser Miststern ist fertig. Dieser Schalterblast war der größte Rotz. So. Als nächstes holen wir uns die 100 Münzen dieser Welt. Die habe ich nämlich auch schon offscreen mal geholt gehabt. Welche Mission mache ich das? Durchfliege alle Münzenränge. So. Bleib hier, Münze. Boom. So. Dann machen wir erstmal den Goomba tot. Hallihallo, könntest du bitte mal... Danke sehr für deine Kooperation. So, ich mache erstmal die Gegnermünzen. Dann weiß ich wenigstens, dass ich sie hinter mir habe. Würdest du bitte dir diese Münze greifen? Oh, da rennt die vor mir weg, die Scheißmünze. So. Hier war doch noch ein Goomba. Da hinten. So, hatte ich dich jetzt schon? Hallo? Würdest du bitte mal in meine Hand kommen? Ja, dich hatte ich schon. Bist doch schneller gespawnt, als ich erwartet hätte. Hallo?
Oh Mann. So. Jetzt habe ich erstmal die ganzen Münzen der Bob-Oms und von hier unten. So, als nächstes hole ich mir die von dem Plateau. Bumm. So, jetzt von den ganzen Goombas hier. Ich will die einfach bloß nicht vergessen, weil ich bin leicht vergesslich, wenn ich nicht alles systematisch abgehe. So, hier ist doch noch einer. Genau. Okay, war hier noch irgendwas? Nein. Dann sind da hinten noch Goombas. Zwei Stück. Drei Stück sogar. So. Das war der erste. Das war der zweite. Und das war der dritte. Und jetzt kann ich noch diese rote Münze hier holen. Und dann holen wir uns die da oben von der Insel. Beziehungsweise Flügelkappenzeugs da. Also ab in die Kanone bitte. Ich hole mir doch nicht sehr viele. Ich weiß nämlich, dass ich kaum welche brauche davon oben. Und da ich das letzte Mal von hier, das letzte Mal die oben als letztes gesammelt habe, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ich es völlig blöd gemacht habe, weil dann musste ich nämlich den Scheren noch mit der Luft einsammeln. Ach, was mache ich denn? Wieso habe ich denn jetzt die Kanone ausgerüstet? Wozu habe ich mir diese Flügelkappe freigeschaltet, wenn ich sie gar nicht benutzen möchte? Oh mein Gott. Okay. Na super. Ich finde es ja äußerst schön, ja, gut, okay, dann lassen wir das halt sein, gehen wir halt nochmal hoch, wenn ich unfähig bin, beim ersten Mal Münzen einzusammeln, muss ich es halt beim zweiten Mal machen, ja, nimm die Flügelkappe, damit ist es total einfach. Ich habe übrigens keinen Unterschied, was? Ja gut, von mir aus. Oh Mann. Also gut. Ich denke, ich habe genug Münzen eingesammelt. Jedenfalls hoffe ich's. Verzeihung, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Ich hoffe, das hat man nicht so stark gehört. Dann lasse ich das halt jetzt erstmal, bis ich mehr Münzen habe, bis ich wieder mehr HP habe. Ich weiß ja, dass wenn ich um die Säulen drum rumlaufe, ich auch Münzen kriege. Und ja, offscreen habe ich das gleich first try geschafft mit dem um den Typen drum rumlaufen, aber nein, natürlich onscreen klappt. Also offscreen, was heißt offscreen? Es war auch onscreen, bloß meine Stimme war halt nicht da. Ich laber hier ständig irgendwas von Offscreen. Würdest du bitte diese Münze einsammeln? Danke sehr. Jetzt ist es nur noch die Hälfte. Nur noch ist gut. Yay. So, ich werde es nochmal versuchen.
Gut. Hat doch geklappt. So. Und damit habe ich die 5 Münzen von dort. Jetzt gibt es noch hier ein paar weitere Baumstämme. Ja, wenn du nicht dich daran reiben würdest. Ich meine, wir brauchen hier keine Reibungsenergie und deine sexuellen Triebe kannst du irgendwo mal bei dir lassen, Mario. Peach kann es ja anscheinend nicht befriedigen, dass sie sich immer von einer riesen Schildkröte entführen lässt. So. Und hier nochmal. Ja, vielen Dank. So, das waren weitere 5 Münzen. Jetzt sind wir bei 76. Das sollte hinkommen. Hoffe ich. So. So, auf jeden Fall hier. Gut. Nein, Münze! Huh. Das war knapp. So, Bomb-Bomb. Komm mal her. Hab gehört, du willst explodieren und mir eine Münze schenken. Vielen Dank. Für deine Kooperation. So, war hier sonst noch irgendwas? Hab ich noch irgendwas übersehen? Ja, hier, die Kiste muss noch weg. So. Gut, die Kistenmünzen hätten wir auch. Jetzt fehlen uns noch 19 Münzen. Da hinten sind auf jeden Fall erstmal 8. Schum, 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 schum. Yay, und noch ein kostenloses Leben. So, hier ist noch ein Bob-Omb. Damit fehlen uns noch 10 Münzen. Leben. 8 Münzen. Und die restlichen müsste ich eigentlich locker beim Aufstieg kriegen. So. Yay, ich habe meinen 8 rote Münzenstern. Ich bin ja so begeistert davon. So. Yay, so. Und irgendwo gab es hier noch eine 5er-Reihe, das weiß ich. Kommt, glaube ich, gleich jetzt hier um die Ecke oder so. Und der 100er. Da hätten wir unseren 100-Münzen-Stern auch erledigt. Mal kurz gucken. Ja, meine Stimme wird aufgenommen. Hurra. So. Kurs verlassen. Wir sind fertig mit dieser Welt. Gut. Das heißt, ich habe jetzt den da oben. Ich habe den aus der Eiswelt. Den da oben. Den 100-Münzen-Stern. Dann fehlt die Eule noch. Die ich ja so vergeblich gesucht habe. Yay, so. Und rein in das Bild. Wecke die Eule. Yay. Mir wurden schon ein paar andere Tricks gegeben, wie man das schaffen kann. Aber man kann doch ganz einfach hier die Eule wecken. Hi, Ugen, wer ist da? Wer hat mich geweckt? Eigentlich sollte ich um diese Tageszeit schlafen, aber da du mich schon geweckt hast, wie wäre es, wenn du dann mit einem kleinen Rundflug um die Burg... Befinde mich direkt über dir, springe... Finde ich mich recht über dir, springe und halte den Sprungkampf genügt, lass ihn los, um wieder frei zu sein. Ich transportiere dich, solange das meine Kraft zulässt. Beobachte meinen Schatten, um dich zu orientieren. Yay, so. Und diese Eule brauche ich jetzt, um an den Stern da oben ranzukommen. Es hat übrigens wieder mal ein paar Tries gedauert, bis ich kapiert habe, dass ich die Eule steuern kann. Ja. Es wird auch wieder ein paar Tries dauern, bis ich dann wirklich mal es geschafft habe, da auch wirklich hochzukommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich werde doch noch eine Runde weiter warten. Solange zeige ich euch nochmal, wie toll ich doch gehen kann.
Ja, okay, das war doch zu schnell. Hahaha, so, die Eule müsste so langsam mal wieder runterkommen. Komm runter. Okay. Ich glaube, ich warte eine Runde. So. Und geschafft. Hallo, Stern Nummer 24. Und der letzte Stern aus Welt 2. Yay. Und damit bin ich jetzt eigentlich mit all den Kursen fertig. Wenn ich mich recht entsinne, dann... Ja, dann habe ich jetzt alle Sterne. Und kann mich direkt zu ihm hier begeben. Kurs 3. Ich habe mitgekriegt, dass der Schneewelt-Kurs 4, Schneewelt-Kurs 4 ist. Und ja, dann gehen wir mal hier rein. Ja, ja, die mystische Kraft öffnete die Tür, das wissen wir. Und auch hier war ich schon drinne. Und habe auch alle Sterne schon eingesammelt, außer einem, an den ich nicht rankomme. Dafür brauche ich die Metallkappe, wie ich auch schon erfahren habe. Aber ansonsten, ja. Wenn ich die Sterne hier aus dieser Welt habe, dann ist es wieder blind, das Spiel. So viel kann ich euch verraten. So, als allererstes muss ich sowieso erstmal... Ich habe keine Ahnung, wie man schneller schwimmen kann. Auf jeden Fall muss ich jetzt als allererstes einmal darunter zu ihm da. Denn er da möchte hier kurz mal nachher beißen. Glaube ich. Ah, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Scheiße. Ich bin tot. Hahaha, ha, ha, ich hasse Unterwasserlevel. Ach ja, und ich hab mich in der Welt so aufgeregt, das könnt ihr wissen. Zum Glück kriege ich mich jetzt nicht auf, weil ich halt weiß, was zu tun ist. Beim letzten Mal musste ich halt x-mal rumrätseln. Ja, was soll ich denn tun? Weil es gibt irgendwie zu wenig Hinweise. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich bin der Meinung, dass es Super Mario 64 viel zu wenig Hinweise gibt. Was wir denn tun sollen. Ich wette, ich werde noch auf mehr Dinge stoßen, wo ich keinen Plan habe, was denn eigentlich von mir verlangt wird. So. So, ich habe den jetzt irgendwie, glaube ich, rausgelockt, hoffe ich. Jetzt will ich erstmal nicht diese Münzen hier einsammeln. Ich habe ihn nicht rausgelockt. Wie locke ich ihn raus? Ich muss das Vieh auf jeden Fall rauslocken. Hä? Wie locke ich dich raus? Hallo? Kapiere ich nicht. Vorhin habe ich... Beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahme, habe ich... Ja, bin ich gegen ihn gestoßen. Dann ist er beim zweiten Versuch plötzlich draußen gewesen. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht so ist. Ah.
Ach, jetzt ist er plötzlich draußen. Sag bloß, was habe ich denn jetzt anders gemacht? Muss man erstmal auftauchen oder was? Na gut. So. Einmal hier rein. Und jetzt muss ich Kisten öffnen. 4 Stück an der Zahl. Das heißt, ich muss sie von vorne berühren. Dann kriege ich auch ein bisschen Luft wieder. Wenn ich die Blase schaffe zu berühren, danke. Ach, das ist doch noch in einer bestimmten Reihenfolge. So, so. Beim letzten Mal habe ich also First Try hingekriegt, okay. Aber jetzt habe ich keine... Hä? Oh mein Gott, es geht von vorne los. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Zeit. Atmung. Oh, danke. Danke. So, dann müsste es jetzt die da sein. Oh, danke. Es war knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Jetzt noch die Truhe. Na, wirst du wohl. So, und jetzt taucht das Schiff nämlich auf. Das heißt, das Wasser wird immer weniger. Ich muss jetzt da hinten hin, zu diesem Fragezeichenblock. Nein, 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 wehe. Oh, danke. Oh, danke. Gut. Und hier ist ein Stern drinne. Yay. So. Speichern weiter. Und ab erneut in das Schiff. Wow. Wir sind jetzt bei der... gleich bei der zweiten Folge fertig und ich habe es jetzt schon geschafft. Immerhin mehr zu erreichen als erwartet. Also, ja, ich bin eigentlich schon fast auf dem Niveau, wo ich aufgehört habe. Also ich habe meine Zeit schon fast verdoppelt. Ihr müsst mir zugestehen, dass ich besser werde. Beziehungsweise, das einfach beim Blind, weil wenn es noch Blind ist, dann bin ich einfach schlechter. Müsst ihr mir einfach zugestehen. So. Wenn man halt alles weiß, was man zu tun hat, dann ist das nämlich alles nur noch halb so schlimm. Und hier kommt jetzt gleich der Stern. Was? Warum? Hoffentlich schaffe ich es noch zur Münze. Bestimmt nicht. Das war so klar. Oh, komm schon. Wie ich das hasse. Ich hasse diese Unterwasserwelt. Das ist unfassbar. Scheiß Mechanik. Warum muss es schon wieder unter Wasser? Wieso müssen bei Mario immer die Unterwasserlevel so scheiße sein? Die besten Unterwasserlevel, die ich in Mario jemals erlebt habe, waren die aus Galaxy. Wow. Und ja, aus Galaxy 1. Für alle, die jetzt sagen, ja, aus Galaxy 2. Und 1 war total scheiße, 1 war überhaupt nicht scheiße. Ich hab keine Ahnung. Es ist eines der besten Marios. Galaxy 1 ist eines der besten Marios, die ich jemals gespielt habe. Das übertrifft das hier um Längen. Ich kann, das habe ich übrigens auch angesprochen, ich kann nicht nachvollziehen, wie Leute dieses Mario hier bei einer Bewertung von einem Jahr oder so, wie die Leute dieses Mario hier unter die Top 5 der besten Spieler aller Zeiten gewählt haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Für mich ist das ein ziemlich schlechtes Spiel. Ja, schön.
ich wieder Münzen sammeln, damit ich auch ja überhaupt ansatzweise mithalten kann. Und jetzt versuchen wir halt nochmal den Stern am Schwanz zu erwischen. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Mistvieh, jetzt das links. Oh, die Steuerung ist so schrecklich. Wie soll man das bitte machen? Hä? Ja, natürlich. Jetzt muss ich das von vorne rauslocken. Ihr habt doch wohl einen Knall. Oh, was ist das für ein Scheiß?